Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein, falls du mich noch nicht kennst, von meinem Kanal hier Mission Millionär. Und bei diesem Video möchte ich dir 5 bis 7 Mindset-Tipps mal mitgeben, wie du vom Kopf her ticken musst, um einfach finanziell erfolgreicher zu werden. Und ich habe dieses Mal auch mit wie du siehst, hier eine Kamera, da eine Kamera und da unten eine Kamera. Ich habe mir extra nochmal eine neue Kamera gekauft, mit mehreren Kameras gleichzeitig gefilmt. Das ist mein erste Mal. Ein kleines Experiment, ja, ein bisschen kreativ versucht zu sein. Und ich habe in der Aufregung, glaube ich, bei der Präsentation 1 oder 2 Slides übersprungen. Also bitte verzeih mir diesen Fehler. Fehler sind erlaubt, sind wichtig, ja, daraus lernt man. Und bleib auf jeden Fall dran. Das ist ein hochwertiges, informatives Video mit sehr viel Content, Mehrwert für dich, und zwar was eben das Mindset betrifft, und ganz viele eigene Erfahrungen aus über 25 Jahren im Business. Und dann Film ab, bis gleich, bleib also dran nach dem Intro, sehen wir uns wieder, bis dann, ciao. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Mission Millionär. Und mein Name ist Thomas Klein und ich möchte heute mal 5 Hammer-Tipps raushauen, wie du mehr Willenskraft entwickelst. Und ohne Willenskraft, ganz ehrlich, wirst du... Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt erfolgreich bist und überhaupt eine Chance hast, Millionär zu werden. Warum Millionär? Das ist natürlich etwas plakativ, also das heißt natürlich auch ein bisschen provozierend, ja, ganz besonders in Deutschland, wo eine sehr große Neidkultur herrscht. Und ich habe diesen Titel oder dieses Projekt absichtlich so gewählt und ich habe es auch absichtlich auf Englisch geschrieben, weil ich plane, dass ich das Ganze auch alles mal in Englisch übersetzen werde und dann auch internationalisieren. Warum? Weil das Ganze ist ein globales Problem. Das hat nichts mit Deutschland zu tun. Ich habe hier die Unterschrift geschrieben, der Millionär von morgen ist der deutsche Mittelstand von gestern. In Deutschland und sozusagen als Motor von ganz Europa und von der EU ist es einfach Fakt, dass wir sehr gut gelebt haben in letzter Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg war alles kaputt, wir haben alles neu aufgebaut. Meine Eltern sind hier im Alter von 5 und 7 Jahren hier von den östlichen Gebieten nach Deutschland gekommen und hier in Deutschland haben sie von nichts, ja, von absolut gar nichts alles sich aufgebaut, ja, und sind heute eben letztendlich haben heute ihr eigenes Haus, dann noch eine Wohnung und so weiter, haben sich das alles hochgeschuftet innerhalb der Jahrzehnte. Und das war aber nur möglich, weil es einen sehr guten Mittelstand gab, ja, der das eben auch machen konnte. Ja. Und bis vor wenigen Jahrzehnten, wenn du dort, sagen wir mal, dein Studium gemacht hast, dann hast du dein BMW, 3er BMW, dein Motorrad dir leisten können, deine 2 Urlaube im Jahr, deine 3 Kinder, deine Frau hat nicht unbedingt arbeiten müssen und so weiter und so weiter. Und das war alles noch, sagen wir, in den 90er Jahren war das alles noch, als ich mich auch damals entschieden hatte, dann auch noch Abendschule zu machen und Uni zu machen und so weiter, war das alles kein Problem. Und heute, ja, was ist denn heute noch ein Studium wert? Ja, was ist denn heute noch 5.000, 6.000 Euro brutto im Monat? Ja, was willst du, da kannst du dir vielleicht gerade mal die Miete leisten, aber vielleicht schon nicht mehr eine Familie gründen. Ja? Und wir in Deutschland brauchen Familien. Wir in Deutschland brauchen unbedingt eigentlich mehr Kinder. Wir haben unheimlich das Problem, ja, mit unserem ganzen Rentensystem, weil einfach kein Nachwuchs da ist und so weiter und so weiter. 10.000 Probleme, ich will es einfach kurz fassen. Der Millionär von morgen ist der deutsche Mittelstand von gestern. Wenn du es nicht schaffst, in den nächsten 15 Jahren eine Million zur Seite zu kriegen, das ist heute schon fast nichts mehr wert im Vergleich zu 15 vor 20 Jahren.
in 15 oder 20 Jahren von heute, in der Zukunft, 15, 20 Jahre, wird eine Million fast so sein wie, tja, keine Ahnung, ein ganz stinknormaler Mittelstand eben, ja, ein ganz stinknormaler Durchschnitt sowas, ja, und es wird ganz viele geben, die diese Million nicht haben werden und die dann einfach letztendlich dann, die Schere wird sich immer weiter auseinander tun und das ist einfach auch ein Phänomen, das ganz, ganz deutlich auch zu sehen ist in den USA und in anderen Ländern, westlichen Ländern, England sowieso, die hat noch nie wirklich einen guten Mittelstand und das ist natürlich schon eine Sache, wo du sagst, okay, entweder ich gehöre zu den Gewinnern oder zu den Losern. Es gibt keinen Kompromiss mehr in Zukunft und deswegen dieses ganze Projekt und alles. Ja, dann schauen wir mal weiter und zwar Willenskraft. Ja, hier mal 7, also in der Tat 7 Tipps, die ich hier mal raushauen werde, um Willensstärke und Durchhaltevermögen zu quasi produzieren und dass du halt auch ja, dein ganzes Mindset, dein vom Kopf her danach programmierst. Ja, denn wenn du das nicht tust, dann wirst du ganz einfach Probleme haben, dich immer wieder zu pushen, dich immer wieder weiter zu pushen. Denn wenn du, sagen wir mal, Durchschnittsgehalt irgendwie, was wir derzeit haben, netto ist, glaube ich, in Deutschland 1300 Euro. Ja? Man höre und staune, das Durchschnittsgehalt ist sowas um den Dreh rum. Nein, keine 2000, 1300, soweit ich weiß. Mal angenommen, nehmen wir mal 1500 und du hast 1500 Euro netto erreicht. Ja? Du kannst davon leben, ja, du kannst ja sozusagen alle Basisbedürfnisse erfüllen und kannst dann sozusagen am Wochenende dich gut entspannen, ja, oder abends nach Feierabend. Jetzt brauchst du natürlich eine Motivation, ja, du brauchst natürlich die Willensstärke zu sagen, hey, 1500 Euro, schön und gut, habe ich gut erreicht, jetzt möchte ich 2500 Euro, dann möchte ich 5000 Euro netto verdienen und wenn ich 5000 Euro netto verdiene, dann möchte ich weiter und weiter und weiter. Und das geht eben nur, indem du dir diese Willensstärke, dieses Durchhaltevermögen antrainierst, denn du wirst dich auch in deinem Umfeld, in dem du dich befindest, die Leute, mit denen du ständig jeden Tag zu tun hast und jeder ist einfach nur eine Reflexion von den Leuten, mit denen er sich jeden Tag umgibt. Ja? Also du bist der Durchschnitt von den 5 Leuten, wo du dich am meisten umgibst. Ja? Das ist eine alte Regel. Und wirst du dich quasi weiterentwickeln und du wirst sehen, dass dieses Umfeld sich ständig wandeln wird. Es ist zwangsläufig so. Es ist halt wirklich schade, wenn Leute sagen, hey, ich habe mein Umfeld, das ist so schön und das möchte ich mir beibehalten und sich dann selber nicht weiterentwickeln. Ja? Es gibt so ein gutes Zitat von, ich glaube, Dirk Kräuter oder auch die anderen Leute sagen dieses Zitat sehr gerne und ich finde es wirklich gut, möchte es an der Stelle auch nochmal wiederholen. Wenn du mit 30 immer noch die gleichen Leute um dich hast wie mit 20, finde den Fehler. Ja? Denn es ist selten der Fall, dass das vielleicht mit ein paar Ausnahmen, aber sagen wir mal zu 90% wird sich dein Umfeld ständig weiterentwickeln, desto stärker du dich weiterentwickelst. Ja? In den seltensten Fällen sind es immer die gleichen Leute, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt mein Niveau, sagen wir mal, mein Nettogehalt verdreifacht. Das funktioniert nicht, wenn du dein Umfeld nicht immer wieder entsprechend anpasst. Okay, dann schauen wir weiter. Ja, konkrete Ziele setzen. Das ist mal der erste ganz wichtige Tipp. Denn zum Beispiel auch für dieses Video setze ich mir ganz konkret ein Ziel. Ein Ziel besteht aus genau 3 Dingen. Aus Ort, Zeit und Form. Das heißt, zum Beispiel für dieses Video. Ja, ich setze mir ganz konkret ein Ziel. Ort ist mehr oder weniger Internet, YouTube. Das Video wird auf YouTube hochgeladen. Zeit. Ich setze mir ein ganz konkretes Zeitlimit. Ja, das ist ein etwas umfassenderes Video, Mindset-Video. Ich muss mir viel Gedanken dazu machen. Ich muss die Präsentation erstellen. Ich nehme gleichzeitig mit 2 Kameras auf. Ich muss das Ding dann noch schneiden, ich muss es hochladen, ich muss es optimieren für YouTube etc. etc.
Und wenn ich mir hier kein konkretes Zeitlimit setzen würde, würde ich da wahrscheinlich tagelang hinsandeln und immer wieder unterbrechen und Pausen machen und dann wieder einen Kaffee trinken gehen und was weiß ich. Setze mir ein ganz konkretes Zeitlimit und dadurch erzeuge ich mir natürlich selbst einen Druck und steigere natürlich meine Produktivität. Form ist klar, in dem Fall auch, ist einfach ein Video. Weitere konkrete Ziele: Bruttoeinkommen, Nettoeinkommen, einfach Geld, einfach Zahlen, ja, ganz konkrete Zahlen. Hängen wir das? Ich habe mir irgendwo so ein kleines Whiteboard mal gekauft und da hatte ich dann meine ganzen konkreten Netto-Brutto-Einkommen-Ziele drauf, ja, für ein Quartal, für einen Monat, für ein Jahr. Ja, also quasi monatlich, quartalsweise, jährlich, ja, und dann 3 bis 5 Jahre im Voraus. Ja. Länger macht meiner Meinung nach wenig Sinn, weil die Zukunft nie wirklich jemand vorhersagen kann. Manche sagen, du brauchst doch noch ein richtiges Long-Term-Goal, so ja, 10 Jahre oder 20 Jahre, ja, so richtig visionär. Ich habe nichts gegen Visionen und Visionen ist wichtig, aber das gehört auch dazu. Aber ich würde mal sagen, 3 bis 5 Jahre solltest du auf jeden Fall eine wirklich gute Idee haben und dir ganz konkret aufschreiben, ja, einen Stift nehmen, aufschreiben oder an die Wand hängen, wo du jeden Tag, wenn du morgen aufstehst, siehst, okay, das sind meine Bruttoeinkommensziele, das sind meine Nettoeinkommensziele. Das ist absolut entscheidend und am besten visualisierst du dir das, wenn du die auch immer wieder, ja, wie soll ich sagen, mal zur Bank gehst, ja, und dort einfach mal Geld abhebst. Denn wir haben heute in der digitalen Welt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber mir persönlich hat es immer wieder geholfen. Heute in der digitalen Welt sind Zahlen, also irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Depot habe, ja, mit Aktien und da sind irgendwie 300.000 Euro drauf, ja, in Form von Aktien und so weiter, sind es letztendlich alles nur Nullen und Einsen und alles nur digital irgendwie abgebildet. Es ist nichts Haptisches, ja. Und die Bedeutung, ja, wenn du dann Aktien kaufst, mal wieder ein paar Aktien wieder auch mal verkaufst und so weiter, du schiebst da eigentlich, ja, im Verhältnis zu den meisten Menschen da draußen, ja, eine Menge Kohle hin und her, ja. Und du verlierst so ein bisschen das Gefühl für den Wert, ja. Und um dieses Gefühl für den Wert immer wieder zu bekommen, das ist mein persönlicher Tipp, geh zu deiner Bank und heb dir mal einfach 10.000 Euro in 50er-Scheinen ab, ja, und halte es einfach mal so in den Händen, dass du einfach mal wieder irgendwie ein haptisches Gefühl dafür bekommst, mit wie viel Geld du da eigentlich tagtäglich in deinen, wenn du zum Beispiel von größer, wenn du schon ein bisschen weiter bist und größere Depots hast, da durch die Gegend schiebst. Weil was ich auch, glaube ich, meine, das Problem, was auch viele Investmentbanker oder Broker und Trader haben und so weiter da draußen, die mit Milliarden pro oder mit Hunderte oder 10 Millionen durch die Gegend jonglieren, dass die auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Gefühl von der Realität verlieren, ja? Sich mittlerweile in ihrer eigenen surrealen Welt befinden teilweise, ja, und da sehe ich auch grundsätzlich gesellschaftliche Probleme, da will ich jetzt nicht zu weit drüber. Okay, wir sind ja hier bei Zielen, also das nächste Ziel ist Traffic-Ziel, ganz klar, ne? Ich will auf meiner Website, ich habe eine Homepage und ich will dort 1000 Unique Visitors im Monat, ne? Das ist ein gutes Ziel, wo du vielleicht einmal dir so als erstes setzen kannst und dann gehst du eben 1000 Unique Visitors pro Woche und dann 1000 Unique Visitors am Tag. Und wenn du dieses ganz konkrete Ziel hast mit Traffic, ja, dann kannst du auch hergehen und sagen, okay, wie kriege ich diesen Traffic? Ja, über Social Media, über Traffic einkaufen, über Suchmaschinenoptimierung, Traffic einkaufen, was lohnt sich Traffic einkaufen? Gehe ich zu Facebook, gehe ich zu Google? Ja, was gibt es noch für Alternativen? Instagram und was weiß ich. Follow, ja, hab ein ganz konkretes Ziel, ja, ganz klar auf YouTube, dein erstes Ziel sollte sein, 1000 Follower, ja, weil mit 1000 Follower hast du sozusagen die Möglichkeit, auch deinen YouTube-Kanal zu monetarisieren, wenn das dein Ziel sein sollte. Angestellte, wenn du ein Business hast, ja, mach dir Etappenziele und setz dir ganz konkret das Ziel,
Ich will ein Unternehmen, ich bin Unternehmer, ich will ein Unternehmen gründen zum Beispiel, oder ich habe schon ein Unternehmen gegründet, wie auch immer, oder ich bin Selbstständiger und arbeite mir gerade den Arsch auf, weil es ist nun mal so, als Selbstständiger arbeitest du selbstständig, und wenn du da keine Passion hast, dann ist es sowieso dein Untergang. Aber setz dir hier das Ziel, okay, du hast bis zum zeitlich, sagen wir mal, bis zum Jahresende oder bis innerhalb der nächsten 12 Monate drei Angestellte, die dich unterstützen, wo du diverse Aufgaben delegieren kannst, wo du dich auch selber leveragen kannst, also quasi hebeln kannst. Ja, ist ganz wichtig. Setz hier ganz konkret, sag einfach drei Angestellte innerhalb der nächsten 12 Monate. Das ist ein durchaus realistisches Ziel. Und dann, wenn du die drei Angestellten hast, dann schaust du, wie das läuft. Und dann sagst du, bis zum nächsten, innerhalb der nächsten 12 Monate werde ich das nochmal verdoppeln, habe ich sechs Angestellte und so weiter. Ja, Stückzahl ganz klar. Zum Beispiel, du investierst in Immobilien. Ich möchte innerhalb der nächsten 24 Monate in zwei Wohnungen investieren. Und dann schaust du, wenn du dieses ganz konkrete Ziel an die Wand gehängt hast, dann gehst du weiter runter in Etappenziele. Okay, was brauche ich ich brauche Banken, Kontakte, ich brauche Kredite, was muss ich mich fortbilden, Kurse besuchen, etc., etc., etc. Videos produzieren, Stückzahl, ja. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, viele sagen, okay, ich mache YouTube-Videos, produziere ich Videos drei Stück pro Woche oder jeden Donnerstag und jeden Dienstag oder sowas, ne? Okay, das ist so, wo viele sagen, okay, dann ist der YouTube-Algorithmus einigermaßen zufrieden mit dir. Was hindert dich daran zu sagen, ich mache sechs Videos in der Woche? Und wenn du die sechs Videos gemacht hast, dann sagst du dir, okay, wie kann ich jetzt sozusagen meine Videoproduktion vielleicht noch optimieren, dass ich in der gleichen Zeit, wo ich sechs Videos mache, vielleicht sogar 8 oder 10 Videos mache? Ja? Und dann mache ich halt ein Video oder vielleicht sogar zwei Videos am Tag oder drei Videos am Tag und so weiter und so weiter. Also ganz konkrete Stückzahlen, Kunden gewinnen. Ja? Ich möchte bis zum so und so vielten, möchte ich ganz konkret zwei Neukunden gewinnen. Ja? Vier Neukunden gewinnen, sechs Neukunden gewinnen. Und so weiter und so weiter. Also ganz konkret, dir Ziele setzen, ja, und wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch erst sagen, okay, was muss ich dafür tun? Wie muss ich an mir selber arbeiten, vom Kopf her? Wie muss ich meinen Tag planen? Wie muss ich meine Zeit optimieren? Ja, essen, trinken, schlafen, um diese Ziele zu erreichen. Und das sehen wir jetzt gleich am nächsten Slide. Ja, der nächste Slide. Arbeite smart und hart. Ja, es bringt überhaupt nichts. Ich habe auch schon damals, wie ich zum Beispiel in der Uni war, ne, da waren Leute, die haben rund um die Uhr sozusagen geschuftet, ja, noch drei Nebenjobs, immer Bestnoten und waren eigentlich ja, mehr oder weniger trotzdem immer fit und sind trotzdem noch weggegangen, haben Guinness getrunken und Billard gespielt. Und dann gab es diejenigen, die haben sozusagen in der Bibliothek übernachtet, ja, und hatten nur durchschnittliche Noten und waren immer fix und fertig. Und hatten nur durchschnittliche Noten. Ja? Es bringt überhaupt nichts, allein nur hart zu arbeiten. Du musst auch smart und hart arbeiten. Und dazu gibt es auch wirklich gute Literatur. Und ich werde auch in weiteren Videos dann nochmal detaillierter darauf eingehen, welche Möglichkeiten es da gibt. Also heutzutage gibt es so viele Tools und Helferlines, digitale Assistenten etc. 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 Wie gesagt, mehr dazu in weiteren Videos. Ja, das nächste ist, also die zweite wichtiger Tipp, wichtige Strategie, ist eben, nutze dein Talent, denn ich kenne so viele, ja, Leute, die einfach sozusagen unter ihren Möglichkeiten arbeiten, ja. Gründe dafür sind meistens irgendwelche Ängste, ja. Ängste, zu geringes Selbstvertrauen. Also ich gebe immer gerne das Beispiel von, ich war mal vor vielen, vielen Jahren in einer Agentur, und dort gab es eine Person, die sich wirklich grundsätzlich immer beschwert hat, jede Pause, jede Mittagszeit uns immer vollgelabert, dass sie nicht genug verdient. Und eines Tages drehe ich mich um und die Person klopft mir auf die Schulter und sagt, heute gehe ich aufs Ganze, ja, alles oder nichts, ich gehöre zur Geschäftsführung, ja, in die erste Etage, und ich möchte heute 200 Euro mehr Euro verdienen und so weiter.
Dann sage ich, ja super, endlich, ne? Hast du es endlich geschafft. Und dann nachmittags frage ich ihn nochmal, und wie es gelaufen, hast du 200 Euro bekommen? Ich bin eigentlich guter Dinge gewesen, dass er die auch bekommt, ne? Weil er hat gute Arbeit geleistet. Dann sagt er, ja, ich habe es mir doch wieder nochmal anders überlegt. Ja? Also wieder in die Hose geschissen, mit anderen Worten. Ja? Du kommst einfach nicht weiter, wenn du deine Talente nicht nutzt, ja? Oder du einfach nur Talent hast und nicht weißt, wie du dich verkaufen sollst, ja? Wie du sie anwendest und wie du dich auch verkaufst da draußen, selbst wenn du Angestellter bist, ja, musst du genau das Gleiche tun letztendlich wie auch als Selbstständiger. Wenn nicht, dann kommst du eben auch da nicht weiter. Ja. Die meisten Menschen unterschätzen auch ihre Leistungsfähigkeit. Also ich sehe immer wieder, dass Leute sagen, ich bin ja sowas von kaputt, ich bin ja sowas von kaputt, ne? Irgendwie so nachmittags um 5, ja, im Büro zum Beispiel, ja. Und dann kommt einer vorbei, so kurz vor, sie sagen also, heute gehe ich ins Bett, heute gehe ich um 8 Uhr ins Bett, ich bin so kaputt. Dann kommt kurz vor Feierabend einer vorbei, so 17:25 Uhr oder sowas, und sagt, hey Jungs, gehen wir noch schnell für ein schnelles Bier in die Kneipe down the road, ja, also nebenan, ja. Und was ist aus diesem einen Bier geworden? 5, 6, 7 Biers, und 2 Uhr morgens sind sie immer noch in der Kneipe, ja. Also plötzlich sind wieder Reserven da, ja. Plötzlich sind die überhaupt nicht mehr müde, ja. Also es ist meistens nicht das, dass du zu müde bist, um weiterzumachen, um mehr aus dir rauszuholen, sondern es ist einfach eine reine Mindset-Sache. Es ist einfach eine reine Kopfsache, dass du dir sozusagen vielleicht manchmal nur eine 10-minütige Pause, ja, oder eine 15-minütige Pause gönnst, ja. Entweder ein Powernapping. Powernapping ist sehr, sehr mächtig, ja. Meditation oder einfach auch aktive Sachen, ja, wie zum Beispiel eine Stunde ins Fitnesscenter, und danach fühlst du dich wieder wie neu geboren. Ja, davor hast du gedacht, hey, du könntest im Stehen einschlafen. Wenn du eine Stunde Fitness machst, dann ist deine Blutzirkulation wieder ganz anders und du bist plötzlich wieder topfit. Also, die allermeisten Leute, ich würde sagen 99% aller Leute, unterschätzen völlig ihre Fe Leistungsfähigkeit. Wir sind auch fast alle viel zu satt und verwöhnt in der westlichen Welt. Also Leute, die sagen sich immer, hey, uns geht so schlecht, und dies und das, und alles so teuer und so weiter und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch lass mich da gerne auch ab und zu mit reinziehen und fange an, da ein bisschen rumzulamentieren. Hängt auch viel vom Umfeld ab, ja. Aber unterm Strich, mal ganz ehrlich, ja, uns geht's top, uns geht's top. Ja, es sollte wirklich jeder Deutsche mal wenigstens einmal im Jahr für eine Woche oder zwei irgendwo nach Indien, nach Afrika, irgendwo hin, ja, da wo die Leute kein fließendes Wasser haben, keinen Strom, keine Dusche, kein sauberes Essen, ja, selbst in China gibt es ständig Probleme, also wenn du zum Beispiel nach Thailand gehst, nach Indien gehst, ja, allein schon nur im Urlaub, ja, also mindestens eine Darmgrippe ist in der Regel vorprogrammiert, ja, und wir haben es ja wirklich so gute Voraussetzungen für jeden, dass er finanziell erfolgreich wird. Aber er ist einfach zu verwöhnt, er ist einfach zu satt. Ja, Leute hängen einfach in der Couch rum, schauen sich Tatort an, was weiß ich. Ja? Also wirklich, arbeite smart und hart. Diese Kombination werde ich auf jeden Fall weiterbringen. Dritte Regel: Belohnung nicht vergessen. Ja? Es gibt wirkliche Scheißjobs, ja, also Dinge, die du absolut hast, die du aber trotzdem machen musst oder zumindest delegieren musst oder kontrollieren musst, ja. Steuern, Buchhaltung, Wohnung putzen, ja, das sind so die Sachen, die sind bei mir, die ich hasse wie die Pest. Aufschieberitis, ja, also das sind wichtige Dinge, die musst du tun, und wenn du sie sozusagen dann tust, belohne dich mit etwas. Und nicht andersrum. Ja, viele machen es genau verkehrt rum. Viele, und ich habe das früher auch öfter gemacht, gönne mir zuerst das Feierabendbierchen, ja, und dann später mache ich dann die Steuern und so weiter. Nein, genau andersrum. Denn wenn du erstmal anfängst, ein Feierabendbierchen zu trinken, machst du dann auch nicht mehr die Steuern oder putzt dann auch nicht mehr die Wohnung, ja, hast du keinen Bock mehr, ja. Also genau andersrum. Ganz, ganz wichtig. Ja, fünfte Regel. Richte dich nicht nach der Zeit, sondern immer nach den Resultaten. Ja? Zum Beispiel dieses Video hier dauert vielleicht etwas länger, als ich es ursprünglich geplant hatte. Ja? Also ich hätte eine Stunde geplant. Wenn jetzt die Stunde vorbei ist, dann höre ich nicht auf und mache irgendwas anderes, sondern ich mache dieses Video fertig. Ja? Und
egal wie lange es dauert und egal was es mich kostet. Und mein Essen steht schon auf dem Herd, ja, es ist mir wurscht. Ja, und wenn es kalt wird, dann wärme ich es eben wieder auf. Aber ich mache erst dieses Video fertig. Das ist ganz, ganz wichtig, auch um einfach deine Willensstärke, dein Drive zu entwickeln und immer stärker und immer besser zu werden in deiner Arbeitsmethodik. Zum Beispiel ein Meeting. Ja. Du hast immer wieder, dass sich ein Meeting verschiebt, ja, und dann dein ganzer Zeitplan. Und dann hinten raus bist du vielleicht nicht um 18 Uhr fertig mit allem, was du tun wolltest am Tag, sondern erst um 20 Uhr fertig. Egal, mach's fertig, du verhungerst deswegen nicht. Auch wenn du um 18.30 Uhr geplant hattest, essen zu gehen oder was, verschieb's auf 20.30 Uhr. Ja? Es tut dir überhaupt gar nichts, wenn du 2 Stunden lang länger nichts isst. Aber wenn du das nicht fertig machst, dann schiebst du es auf den nächsten Tag. Glaube mir, du schläfst schlechter. Ja? Du hast einfach kein gutes Gefühl. Du hast... Du stärkst damit nicht deine Willenskraft, ja, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein. Es ist ein ganz anderes Ding, wenn du immer erst es abschließt und dann letztendlich das tust, was dich relaxt. Technische Probleme gibt es permanent, ja, die dich sozusagen wieder deine ganzen Zeitpläne zu durcheinander bringen. Genau dasselbe in grün hier. Okay, nächster Punkt. Was sind wir hier? Finde deinen Aha-Moment. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, der 6. Punkt. Und zwar, was mir so richtig den Drive nochmal gegeben hat, ja, das ist so, ja, vor 5-6 Jahren ist mir das so langsam aufgefallen, zum Beispiel hier in München, wo ich auch her bin, wie viele Leute da draußen, ja, in ihre, also quasi davon leben, also teilweise, also nicht nur so, wo man echt von vornherein sieht, das ist jetzt irgendwie jemand, der lebt auf der Straße, sondern das sind teilweise völlig gepflegte Leute auch, aber auch ganz viele ungepflegte Leute, ja, die im Müll rumwühlen, bei uns hier in Deutschland, in München, in einer der reichsten Städte von der ganzen Welt, ja, oder ja, wo wir zum Beispiel uns immer so schimpfen, ja, wir haben doch soziale Marktwirtschaft und bla 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 bla, ja. Denkste Puppe, es gibt eine ganze Menge Leute, die de facto heute, 2019 schon, nicht mehr von ihrer Rente leben können. Ganz offensichtlich, das sind vielleicht sogar irgendwelche Lehrer oder sonst irgendwas. Teilweise habe ich echt das Gefühl, da läuft irgendwie ein Grundschullehrer durch die Gegend und wühlt da Müll rum, um sich da die Pfandflaschen rauszusuchen, um sich ein paar hundert Euro dazu zu verdienen. Ja? ich habe sogar schon Leute gesehen, die sich da streiten. Ich habe letztens zum Beispiel am Marienplatz, da war eine Frau, die wollte ihren Kaffeebecher wegschmeißen, ja, ihren Kaffee to go. Und da hat sich eine ältere, dicke, etwas ungepflegte Frau mit einem riesigen Anhang, ja, an irgendwelchen Klump, Plastiktüten voll mit Pfandflaschen, hat sich da niedergelassen vor diesem Mülleimer, ja, und hat da angefangen, den auseinanderzunehmen. Und die Frau daneben, die nur ganz kurz vorbeilaufen wollte, die es eilig hatte, die zum Anschluss S-Bahn wollte und so weiter, die ganz kurz ihren Pappbecher da wegschmeißen wollte, die ist da kurz davor stehen geblieben, hat dann realisiert, das bringt nichts, ich kann diesen Mülleimer, der ist komplett besetzt, ich kann ihn in den nächsten 10 Minuten nicht nutzen und muss einfach weitergehen und ihren Müll sozusagen mit sich schleppen, weil sie ihn da nicht loswerden konnte, ja, weil die Frau einfach komplett abwesend war und dann nur Müll rumgesucht hat, ja, wie so eine Wahnsinnige. Und ich meine, das sind einfach so Aha-Momente, wo ich mir sage, what the fuck, ja? Das kann ja wohl nicht sein, ja, welche Richtung geht unsere Gesellschaft, ja, unsere sogenannte Wohlstandsgesellschaft, ja, diverse unser Sozialsystem, wo wir eine Menge einzahlen, ja, also wir alle, besonders die, die viel verdienen, ja, das greift hier schon gar nicht mehr, ja, da läuft ja schon wieder was wirklich faul und diese Aha-Momente, ja, die pushen dich natürlich immer wieder weiter, immer wieder weiter, immer wieder weiter, ja, wo andere vielleicht sogar dein Umfeld sagt, jetzt relax doch mal, jetzt nimm dir doch mal einen Urlaub und mach doch mal dies und das. Und jetzt sage ich, habe ich hier schon 10 Millionen auf dem Konto? Ja, wenn ich hier schon 10 Millionen auf dem Konto habe, ja, dann mache ich mal 3 Tage Urlaub, ja, aber vorher nicht, ja, weil ich sehe, was hier los ist, ich sehe, man kann sich nur noch auf sich selber verlassen und ich sehe auch, dass vielleicht sogar eine Million Euro, mein Kanal hier heißt Mission Millionär, selbst 1 Million Euro, ist ja schon fast nichts mehr wert. Du kannst ja schon fast nicht mal mehr, du kriegst ja fast nicht mal eine 3-4 Zimmerwohnung, da musst du schon 1 Million Euro hinlegen. Dann hast du noch kein
noch keine Nebenkosten, ja, wenn du dir eine kaufen wollen würdest hier in München. Also man sieht schon allein an den Immobilienpreisen, ja, wie wenig dein Geld mittlerweile wert ist, ja. Und also das sind einfach diese Aha-Momente. Finde deinen Aha-Moment und der wird dich vorantreiben ohne Ende. Da brauchst du keinen Motivationscoach mehr, ja. Ja, letzte Slide. Fasse deine Performance immer zusammen, also täglich, wöchentlich und monatlich. Denn nur so hast du einen Überblick über das, was du eigentlich geleistet hast und nur so kannst du sagen, okay, hier schraube ich noch, hier mache ich noch, da bin ich zufrieden, da bin ich unzufrieden, da kann ich noch verbessern, da kann ich noch mich weiter pushen, da kann ich noch schneller werden, da kann ich noch besser werden. Und dazu gehören auch die ganzen Feedbacks, Kommentare, Social Media, E-Mail, Kunden, ja, was denken die von dir? Hol dir immer die positive Kritik. Ja, es gibt auch ganz viele Hater und so auf Social Media, die was kannst du weglassen. Aber die positive, die konstruktive Kritik, nichts wird dich so weit, nicht so stark vorbringen wie konstruktive Kritik, die du aufnimmst, immer wieder in deine Performance mit reinfließen lässt und zusammenfasst und dich verbesserst, immer wieder verbesserst, weiterentwickelst. Und fokussier dich immer auf, möglichst auf das Jetzt. Ja, es gibt so viele Leute, die driften immer zu ab, irgendwas in die Zukunft. Ja, oh mein Gott, in 2 Jahren ist der Crash, in 1 Jahr ist der Crash, in 5 Jahren Digitalisierung, in 10 Jahren das und das und das und das. Das ist alles wichtig und schön und gut. Aber wenn du operativ was schaffen willst, wenn du wirklich was schaffen willst, wenn du weiterkommen willst, wenn du Content produzieren willst, wenn du deine Kunden glücklich machen willst, wenn du Geld verdienen willst, ja, dann musst du im Hier und Jetzt dich zu 100% fokussieren, nur dann kannst du 100% Leistung abrufen, ja. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt gerne verabschieden für diese Präsentation. Ich hoffe, es hat dir einen oder anderen Anschluss gegeben, ist etwas länger geworden. Trotzdem, abonniere meinen Kanal, damit du einfach auch bei den nächsten Präsentationen wieder mit dabei bist und teile dieses Video an alle, die es deiner Meinung nach nötig haben. Und ich denke, da draußen sind eine Menge, die es nötig haben, mal auch so ein bisschen einen Arschtritt zu bekommen, ja. Sei es deine Freundin, dein Freund, irgendwelche aus deinem Verwandten- oder Bekanntenkreis, ja. Gib es zu denen und schau mal, was die dazu sagen, ja. Ich bin neugierig, ich denke, du bist auch neugierig und nächstes Video kommt bestimmt. Bis dahin erstmal, dein Thomas Klein. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.